Der Lanzo Evo 2 von RaceSim Studios ist eine absolute Wucht. Was ein schönes Auto. Aber ist es auch die neue beste GT3-Mod für Assetto Corsa? Müssen wir rausfinden. Und dafür habe ich mich zusammen mit den Jungs live im Stream auf Twitch in ein Rennen reingeworfen. Das ist Rennen Nummer 2 bereits. Also wir haben uns mit Sandford schon ein bisschen vertraut gemacht. Wir sind im vorderen Mittelfeld gestartet und haben den Lanzo auf Herzen und Nieren getestet. Alright, Freunde, schauen wir, was der Lanzo so drauf hat. Ja, ich bin wieder spät dran. Schlechter Start. Aber du kannst halt nur reagieren. Oh, wer sich da auch immer noch innen reindrückt, was ein Idiot. Sorry, aber ja, kommt jetzt hier durch, weil ich der Klügere bin. Und der Klügere gibt nach. Kriegt dafür von hinten direkt einen Schlag ab. Oh, und da hat sich einer gedreht. Obacht! Krieg die Position wieder zurück und bin Achter. Und hab Moritz hinter mir, den Gewinner von Rennen 1. Papa Soap. Ui, das Auto ist auf jeden Fall deutlich spitzer. Mit weniger Flügel. Ja, hier kommen wir ein bisschen weiter raus. Das wird nachher mit mehr Temperatur. Wird das witzig werden. Geht einer wide. Bisschen zu schnell auf dem Gas. Krieg sofort die Quittung. Boah, aber ich habe so viel Untersteuern in dem Auto. Das ist ja wild. Dafür, dass er so super weich vorne abgestimmt ist. Gerade auf dem Gas. Brauche echt ein bisschen. Boah. Viele langsame Autos. Das wird jetzt heiter. Freunde auf der Geraden. Weil jetzt sind wir nicht mehr so langsam auf Startziel. Ja, da springen wir mal rein. Oh, kriegen einen Schlag. Und sind dann. Einfach nicht genügend Platz gelassen von dem Auto außen. Können wir hier nochmal zurückkommen. P13. Das wäre natürlich noch eine wilde Aufholjagd, wenn wir hier nochmal was reißen könnten. Vor uns ist der Kujim. Abstand ist groß. Aber wer weiß. Da muss man jetzt den Kopf runternehmen. Und durchpowern. Ich muss mal versuchen, einfach ein bisschen weniger zu bremsen mit dem Auto. Boah, da komme ich wieder super weit raus. Also untersteuern ist ein ständiger Begleiter hier. Der Turnen ist super. Aber untersteuern, dafür ist die Rollbar ist nur auf 1. Und die Federn sind auch relativ weich eingestellt. Finde ich schon interessant, dass er so viel untersteuert. Das Heck vielleicht noch härter machen. Das hatte ich ja ein bisschen weicher gemacht vorhin. Oh, da hat sich der Erste gedreht. Moritz. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Erstes Rennen noch den Sieg geholt. Jetzt im zweiten Rennen fällt er zurück auf P14. Das Heck, das hatte ich ja noch weicher gemacht. Vielleicht brauchst du einfach ein bisschen ein härteres Heck, damit sich die Front jetzt hier in den Kurven ein bisschen mehr eindreht. Oh, da ist das nächste pinke Auto neben der Strecke. Jetzt aber. Man hört das richtig, wie das Auto so schiebt. Moritz ist schon wieder Zwölfter. Robin auch mit Problemen. 1,9 auf Dakujim. Und dann sind es 3 Sekunden auf Justin und er hat 5 Sekunden auf das Hauptfeld. Interessant. Geht hier noch was? Also normalerweise, wenn ich von hinten fahren muss und zurückkommen möchte in dem Rennen, sind es immer die Top 10, die das Ziel sind. Aber wir sind heute eine relativ kleine Lobby, nur 14 Fahrer im Moment. Da wäre Top 10 ein bisschen niedrig. Bin ja schon Elfter. Versuch mal noch in die Top 5 zu kommen. Das ist das Ziel.
Ja, das Flickering der Billboards ist tatsächlich sehr nervig. Das liegt aber an der Mod. Weil hier ist so ein Formel-1-Skin draufgepackt. Nächster Overtake an Ellie. Hier ist so ein Skin drüber. So ein Formel-1-Skin. Und der sorgt dafür, dass da Texturen ausgetauscht sind. Aber die sind nicht wirklich ausgetauscht, sondern nur drüber gelegt. Und dann flackert es so. Weiß auch nicht, wie andere das machen, dass es nicht flackert. So, Pace ist besser. Na komm, untersteuern. Jawohl. Und da steht der Nächste. Was ist denn mit denen? Das war Kai. Der den Wagen wohl da abgestellt. Steht da vielleicht schon eine ganze Runde oder so. Und wir schließen auf die nächste Gruppe. Bevor es sind Robert und Justin im Zweikampf. Geht hier noch was? In Richtung Top 5. Also bis P6 sind die Autos hier sehr dicht zusammen. P5 hat noch mal ein bisschen Vorsprung. Also wir müssen all die Autos vor mir schnaggeln und dann noch einen. Also die vier Autos hier und dann den ganz hinten auf der Geraden noch. Das wäre natürlich schon eine Hausnummer, sag ich mal. Das wäre schon eine Hausnummer. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Gehen beide tief in die Kurve und drehen sich raus im Zweikampf. Beide overcommitted. Das kann passieren. Da sind wir schon Achter. Komm mal, noch drei Positionen. 7 Minuten Zeit. Aber auch große Abstände. Vor allem zu P5. Benny. Bleiben und reinschauen in den Apex. Komm, dreh dich. Letzte Runde war eine 36,9. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. 2,2 auf Marcel. Der ist hier mit Robert im Zweikampf. Runde war wieder ganz gut. Und die beiden fighten. Vielleicht drehen die sich jetzt auch raus in T1. You heard it here first. Let's see. Ne, da gibt es bloß ein faires Überholmanöver von Marcel. Tarzanbucht ist doch die erste. Oder Bocht. Doch die erste Kurve. Gut gemacht. Oder ist das hier die Tarzan? Ich bin mir gar nicht sicher. Und da steht wieder ein Auto. Es ist Marcel. Erst macht das so ein geniales Überholmanöver und dann dreht er sich zwei Kurven später einfach raus. Unfassbar. P7. Zwei noch. 6 Minuten Zeit. Machen wir hier das fast Unmögliche möglich. Die Jagd ist auf jeden Fall eröffnet. Auto läuft jetzt auch gerade richtig gut. Der macht einfach ultra Bock. Kleines Rutschen da. Oh, und Benny mit Problemen. Und ich krieg sofort einen Herzinfarkt und hab hier Übersteuern des Todes. Wir greifen innen an. Und nehmen uns die Kurve. P6. Jetzt müssen wir nur noch Robert kriegen. Und natürlich Benny halten, der viel Pace hat. Der ist schnell. Heute. Ich lasse ihm ein bisschen Platz am Apex. Falls er die Nase drinne hat. Hat aber dadurch eine deutlich schlechtere Linie als ich. Und muss jetzt erstmal die Position abgeben. Oh. Oh, komm jetzt ins Kies. Und das sollte es gewesen sein. Benny geht wieder vorbei. Mir fehlt jetzt hier Speed auf der Geraden. Ah, das Untersteuern ist schon fies. Ah,
Kann ich es doch noch verteidigen? Lass ihm den Platz, den er braucht. Bisschen härter anbremsen, damit es nicht schallert. Oh, jetzt ist da ein Auto außen. Das ist natürlich jetzt fies für mich. Das kann ich nicht verteidigen. Nicht wirklich zumindest. P7. Kai ist es. Backmarker. Ja, er macht Platz. Auf jeden Fall. Aber dadurch, dass wir Side by Side waren, wurde es auf einmal für mich auf der Außenseite halt super eng. Hat mich jetzt die Position gekostet. Ist halt so. Müssen wir jetzt wieder zurückfighten. Eigentlich so schön verteile ich nochmal den Fehler aus der letzten Kurve raus. Aber es hat nicht sollen sein. Genau, Johnny Bai ist die nächste Strecke, die wir fahren werden. Fiktiver GT-Kurs, 5,2 Kilometer, cooles Ding. Sehr holprig, sage ich mal. Alter Asphalt. Wird aber cool. Und Marcel ist auf der 5. Weil Robert auf der 4 ist. Junge, 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 was da denn alles passiert? Habe ich gar nicht mitbekommen. 3 Minuten 17 noch. Ja, falscher Gang beim Exit. Come on. Jagd auf Benny ist auf jeden Fall eröffnet. Der fährt aber wirklich gut. Der hat den Wagen gut im Griff. Ja, schön hier durch. Viel Schwung mitgenommen. Und hier dann erstmal komplett am Rutschen, aber Benny auch. Der wirft den Wagen in die Bande. Nächster Fehler von Benny. Jetzt haben wir erstmal den P6. Können wir uns nochmal vorkämpfen auf die 5. 2 Minuten Zeit, da vorne sind die beiden. 4 und 5, Marcel und Robert. Es ist noch möglich, the dream is still alive. Aber wir brauchen noch ein paar schnellere Runden. Ich glaube, ich lenke hier ein bisschen zu früh ein. Und habe dann Probleme da auf dem Exit. Was fahren die Jungs da vorne? Marcel 35,5. Alter. Das ist natürlich mal eine Ansage. Ja, zweiter Gang ist schneller. Ich war 36,7. Letzte Runde meine absolute Bestzeit. Da lag noch Zeit drin, glaube ich. Jawohl, komm. Bisschen Moment auf den Körper. Ah, ist gut, mir geht's gut. Gar kein Problem. Alter. Ah, komm. Fallen lassen. Jawohl, und Gas. Reifen sind heiß. Die sind richtig am Kochen. Steht auch irgendein Auto außen. Ich glaube, es ist Kai, oder? Ja. Kai im Wagen abgestellt da. Warum auch immer. Na, spät erst wieder aufs Gas. Dafür ein bisschen mehr Schwung genommen. Hilft auf der Gegengeraden hier. Apex klippen und eng bleiben und wieder rauf. Runde wird schnell. Aber nicht schnell genug. Die Jungs da vorne sind fix. Robert fährt ein tolles Rennen. Macht das sehr gut. Boah, ich bin nah dran an der 35er Zeit. Das ist schon nicht schlecht, aber Robert war auch schnell. 37,2 Robert. 36,1 bei mir. Aber weniger Flügel ist auf jeden Fall the way to go. Und Robert dreht sich. Robert dreht sich in T1.
und fast wie im ersten Rennen ohne Fremdverschulden oder ohne Überholmanöver wieder von Platz 14 oder 13 oder was wir waren, vorgeklettert auf die 5. Nettes Comeback. Kann man mal so machen, würde ich sagen. Kann man mal so machen. I like. Ja, der Lanzo. Brutales Ding. Geiler Sound, sieht geil aus. Und im Fahrgefühl macht er vieles richtig. Also der fühlt sich einfach an, wie sich ein GT3 anfühlen soll. Leicht zu fahren, aber richtig, richtig schwer zu meistern. Also um diese Perfektion rauszudrücken. Diese letzten Zehntel aus jeder Kurve rauszuquetschen. Und was ich schön finde, man muss wirklich sehr präzise sein, was die Inputs angeht. Also Gas geben, bremsen, einlenken. Weil man sonst mit Unterübersteuern tatsächlich auch relativ hart bestraft wird. Und auch mit überkochenden Reifen. Das ist schon echt klasse. Aber ist es der beste GT3 für Assetto Corsa? Ich glaube, da hat der Porsche von United Racing Design, der neue 992, hat da ein Wörtchen mitzureden. Ich würde die auf eine Stufe packen. Die sehen beide klasse aus, die klingen beide klasse und die haben beide richtig schöne Fahrcharakteristika. Auch wenn der Porsche deutlich schwerer zu kontrollieren ist als der hier. Also der Lambo ist schon nochmal eine ganze Ecke einfacher zu fahren. Fühlt sich wirklich an wie so ein Cup-Auto halt. Und ich meine kein Porsche Cup. Die sind ja dann doch ein bisschen schwerer zu fahren. Fühlt sich halt an wie ein GT3. Traktionskontrolle, ABS. Viel Aero und ab dafür. Bin mal gespannt, wie er performt gleich auf einer bisschen größeren Strecke. Kommen wir hier gerade an P4 ran? Sieht so aus. Oh, und da hat sich jemand gespinnt. Luca war es, P4. Das ist die Chance aufs Podium. Das ist die letzte Runde. Und da fährt das Podium vor uns. Und ist irgendwie langsam. Ist irgendwie langsam. Was macht der? Was ist denn mit Marcel? Hat er sich gerade den Arm gebrochen beim Fahren oder ist er eingeschlafen nebenher? Doch zu langweilig das Auto. Ist das jetzt die letzte Runde oder gibt es noch eine? Ich glaube, das ist die letzte Runde, ja. P1 fährt jetzt gerade über Startziel. Surprise Podium. Ich musste rein gar nichts dafür tun. Gar nichts. Jawohl, ja. Woo. Vom vorletzten Platz aufs Podium. Ja, hat mich vorbeigelassen. Ich glaube auch. P3. Ja, danke Marcel. Warum auch immer ich das verdient habe. Nehme ich auf jeden Fall so mit. Lanzo GT3. Absolut geiles Teil. Was ein Finish. P3 am Ende. Hat richtig viel Spaß gemacht. Geiles Racing auch gewesen. Wenn du mal bei sowas gerne dabei sein willst, dann schau mal auf Discord vorbei, werde Teil der Community und sei bei unseren Livestreams live auf Twitch mit am Start. Und mehr Racing gibt's hier. Da war ich in Forza unterwegs. Da waren auch ein paar richtig coole Online-Rennen mit dabei. Schau da gerne mal rein. Ansonsten war's das für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.